So, ich bin heute sogar schon im Spiel drin tatsächlich, weil ich im Vorfeld ein kleines bisschen was vorbereitet habe. Heißt, ich war einkaufen, habe noch ein paar Waffen gekauft, habe noch ein bisschen Heilmittel verteilt, so Kleinigkeiten halt, die man bei Fire Emblem macht. Habe auch noch mal so ein bisschen die Ziele durchgeguckt von meinen Charakteren und ja, Kleinkram einfach gemacht. Deswegen starten wir heute hier. Beim letzten Mal gab es die Schlacht im Roten Canyon, begleitet von ganz vielen Erkundungen und das erste Mal Unterricht und Supportgesprächen und allem Möglichen eben. Und ja, heute geht's auf jeden Fall mit Monat 6 weiter. Und der Plan für heute ist wie folgt. Am 8. werden wir auf jeden Fall wieder das Kloster erkunden. Jan und ich haben uns auch darauf geeinigt, dass wir die Erkundung auf jeden Fall auch beibehalten möchten. Die sind ja prinzipiell nur einmal im Monat und ja, die nehmen natürlich recht viel Zeit immer in Anspruch, aber die gehören irgendwie einfach dazu, um die Charaktere besser kennenzulernen, auch fürs Worldbuilding. Und es spricht ja auch nichts dagegen, eine schöne Balance zu haben aus spannenden Schlachten und entspannten Erkundungen. Deswegen werden wir das auf jeden Fall auch beibehalten. Und das lohnt sich ja laut den Icons heute auf jeden Fall auch sehr gut. Genau, da sieht man es auch nochmal. Finde die Naschkatzenwoche immer noch super. Am 15. möchte ich gerne eine optionale Schlacht mit euch machen. Und zwar, um die Klassen meiner Charaktere alle mal zu meistern. Weil ich glaube, bislang haben wir nur Mercy, die sowohl ihre Klasse gemeistert hat, als auch auf Level 5 ist, was eben die Bedingung ist, um in die nächste Stufe aufsteigen zu können. Deswegen würde ich hier gerne einmal eine Schlacht mit euch machen, um die anderen auch auf dieses Niveau zu heben. Und ich würde da gerne noch so zwei, drei Sachen ansprechen. Ich denke, das bietet sich da besser an als während der Erkundung, wo ich ständig unterbrochen werde von den Textboxen. Dementsprechend wäre es schön, wenn ich da auf jeden Fall eure ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen könnte. Oder wenn ihr gerade Elden Ring spielt, zumindest so zwei Drittel oder so. Nimm ich auch. Und was wir hier machen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Einfach mal spontan gucken, was sich da so ergibt, ob wir ein Seminar machen, ob wir noch mal ins Kloster gehen. Aber das sind auf jeden Fall die Pläne für die beiden Tage. Und Unterricht ist natürlich auch wieder dazwischen. Ich fühle mich outcalled. Mit dir habe ich natürlich nicht gesprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du Elden Ring spielst, war sehr gering. Ja, auf jeden Fall das dazu. Ich hatte ja am Ende vom letzten Stream gesagt, dass ich eventuell offscreen trainieren möchte. Wäre halt auch cool gewesen, würde ich halt in Zukunft auch gerne machen, weil mal im Stream trainieren, okay, aber dauerhaft ist vielleicht ein bisschen langweilig. Problem ist nur, selbst wenn du Kämpfe machst, die keine Aktivitätspunkte verbrauchen, wenn du dich einmal dazu entschieden hast zu kämpfen, kommst du aus diesem Kampfbildschirm nicht mehr raus, ohne den Tag zu wechseln. Bedeutet, wenn ich jetzt auf Kampf klicke, ich mache eine Schlacht, wo ich keine Punkte verbrauche, kann ich halt nicht wieder zurück auf den Kalenderbildschirm, um dann noch zu erkunden. Also Kampf heißt Kampf und dann komme ich da auch nicht mehr raus. Und das wollte ich halt am 8. nicht machen, weil hier eben so viele andere Sachen verfügbar sind, laut den Icons. Deswegen, wenn es sich vielleicht irgendwann am Ende vom Stream mal anbietet, dass ich sowieso auf einem Tag gelandet bin, wo nichts ansteht, kann man das durchaus nur offscreen machen. Hat jetzt aber in dem Monat eben nicht gepasst. So, zur Info nochmal. Die Missionshilfe haben wir jetzt auch freigeschaltet. Bittest du einen Studenten außerhalb deines Hauses um Hilfe, schließt dich dieser bis zum Monatsende deinen Schlachten an. Jeden Monat kannst du immer nur einen Studenten um Hilfe bitten. Dieser Student erhält dann keine Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich habe dieses Feature legitim noch nie genutzt. Richtig nutzlos, Fall. Du nimmst ja damit deinen guten Charakteren einfach die Erfahrungspunkte weg. Genau das. Hä? Warst du schon immer hinter meiner Tür eigentlich, Mädel? Quite some time in here, engaging in such idle chatter. Do you not know that we have not a moment left to waste? Ich hätte aufmerksamer sein sollen. You must try harder from now on. Okay. So, jetzt muss ich nur mal kurz wieder gucken. Da haben wir die Karte. Oh, haben wir sogar den neuen Bereich freigeschaltet? Ah ja, haben wir tatsächlich. So, ich sehe da auf jeden Fall eine Sidequest. Ich glaube, das war die von Jiriza, die auch eingeblendet war. Und ansonsten wollen wahrscheinlich wieder. Ah ne, da oben. Da oben sind auch noch zwei Sachen. Ansonsten wollen bestimmt wieder einige Leute mit uns reden. Okay. Dann fangen wir wieder an zu erkunden. Wenn ihr übrigens Hintergrundgeräusche hören solltet, tut es mir leid. Wie gesagt, vorhin schon mal, die Nachbarn sind ein bisschen am Bohren. Einfach ignorieren.
Things we can't obtain here are likely obtainable by way of the underground. Are you unfamiliar with Garrick Mach's underground? The place is an absolute paradise for those who can't stay above ground. Der ist irgendwie gar nicht verdächtig oder so? Okay. Dogo! Was bist du für ein Dogo? Lass mich mit dir. Kann ich mit dir? Da. Der kleine Edmund-Länder. Möchtest du eine Kichererbse? Es tut mir leid, ich konnte den Dogo nicht stehen lassen. Ich frage mich gerade, komme ich hier eigentlich zu Fuß? Irgendwo? Ich überlege gerade, wo ist eigentlich der Eingang zum Übungsplatz, wenn ich mich nicht dahin porten möchte? Den suche ich gerade noch. Jo. Nordwesten. Ja. Genau. Von deinem Haus aus einfach nach oben geradeaus laufen. Ist es echt? Ach, ist hier der Eingang. Ah, okay. Ich glaube, ich habe mich da legitim immer hingeportet, deswegen wusste ich gar nicht genau, wo der Eingang ist. Aber jetzt habe ich ihn gefunden. Weil ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie ich vielleicht strategisch hier durchlaufen kann, um nicht immer kreuz und quer zu laufen. Deswegen habe ich gedacht, ich laufe jetzt einfach im Zickzack und fange dann hier oben einmal an und laufe dann quasi runter. Weil ich mir dachte, ne, vielleicht kann man ja mal ein bisschen effizienter laufen als das, was ich in den letzten Streams gemacht habe. Catherine, hm? Her skill is impressive, I'll admit. So is her sword. But I think she's hiding something. Nobody knows anything about her past. You should spar with her. She's strong. Stronger than you are, I bet. Ja gut, dass sie auf unserer Seite ist. Sind die Stimmen eigentlich laut genug für euch? Oder generell ist alles laut genug für euch? Müsste eigentlich, aber ich frage trotzdem einfach immer, weil... Keine Ahnung wieso. Einfach zur Sicherheit. Here to train? You really are as hardworking as they say. Oh, das wäre übertrieben. Naturgewalt. Ja, natürlich. Maybe the gossip's wrong. Hardworking people usually don't like to make a big fuss about it. Jetzt wollte ich einmal cool sein und hab versagt. Ein stumpfes Langschwert. Sieht aus wie etwas, was Dimitri gehören könnte. Okay, den werden wir mit Sicherheit auch noch aufsuchen. Es passt alles. Sind die Bohrgeräusche auch laut genug für euch? Lord Monato must know that his efforts are futile. Yet he can't help but fight. If I were in that situation, I would do whatever it took to ensure victory. You can count on that. Something about this situation doesn't feel right. Why would a minor lord raise an army against a foe he cannot possibly hope to defeat? Zu leise. Es ist ja in diesem Fall sogar positiv. Und zum Thema, wann ich ins DLC-Gebiet kann, ich kann die DLCs halt jederzeit starten, von Anfang an. Ich weiß nicht, ob sich dann hier in Garrick Mach noch irgendwie was öffnet zusätzlich oder nicht oder wie oder was, aber ich könnte es theoretisch jederzeit in Angriff nehmen. Aber wir wollten da gerne noch ein bisschen warten, damit es thematisch ein bisschen besser passt. Hatte ich nicht irgendwo nochmal einen Knopf? Ach da! Und da konnte ich rauszoomen. Das war's. Kann ich so vielleicht... Ah ja, Bernie ist natürlich wieder in ihrem Zimmer. Dann kann ich so vielleicht ein bisschen besser links und rechts gucken, ob da noch jemand ist. Kuchen? Nein, keins von beiden. Ich wollte eigentlich gar nicht wissen, ob sich noch ein Gebiet öffnet, aber okay. Wie gesagt, ich kenne die DLCs nicht. Ich weiß halt so ein bisschen, wie die ablaufen. Einfach, weil wir natürlich so ein bisschen planen mussten, wann wir die halt einbauen, ne, in das Projekt. Aber ansonsten habe ich halt keine Ahnung, was da passiert. Ob sich hier dann im Kloster noch, wie gesagt, was öffnet, wollte ich in dem Fall eigentlich gar nicht wissen, aber gut. Hätte sich das auch erledigt. Hey, Professor, do you happen to have any food on you? I'm starving. No matter how much I eat before I train, I'm always so hungry after. My muscles must be going through a growth spurt. Und falls ihr sonst irgendwas hört, reißt Jan nur im Hintergrund die Bude ab, wie immer. Petra. This flower is one that is eating insects. Is that factual too? I am wondering who watches over the plants in Fodland.
Und Amaya, das macht's nicht besser. Wir müssen da jetzt auch nicht drüber diskutieren. Ich sagte, ich möchte das nicht wissen und Punkt. Das verstehe ich halt auch nicht. Warum muss man da über sowas immer noch diskutieren, wenn ich sage, ich möchte nichts über die DLCs wissen und man versucht sich dann da irgendwie noch rauszureden? Akzeptier doch einfach, oh, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Okay, Punkt, Ende. Können wir weiterspielen. Kein Ding. If the flowers within the greenhouse are removed, they will soon wilt and wither. Is that not so, Professor? I feel I can empathize with them. The flowers. Flowers that thrive, despite their environment, are truly inspiring, are they not? Flayne ist auch so unglaublich süß. Wobei ich generell, wo es gerade auch im Chat schon stand, dass das Charakterdesign echt gut ist und dass Petra echt hübsch aussieht, ja. Also ich finde, generell sind die Charaktere in dem Spiel alle richtig hübsch. Ich möchte gerne ein bisschen was ernten. Ach, guck mal. Ist schon mal einiges zusammengekommen. Und es reicht sogar, um den Dozentenrang zu erhöhen. Ich glaube, Jan war sogar schon einen Dozentenrang höher als ich. Meine ich, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Er hat wahrscheinlich einfach mehr geangelt als ich. Aber jetzt bekomme ich auch mehr Geld. So. Blumensamen, ja komm. Und ich möchte sie auch gerne einmal pflegen. Irgendwer soll sie bitte gießen. So. Und dann... Jetzt habe ich schon mal den Knopf vergessen dafür. Ah, hier. Es ist nicht gut, wenn man privat auch ein Spiel mit Minimap spielt und die Knöpfe da komplett anders sind. Genau, und dann gehen wir einmal vom Angelplatz aus nach oben. Erstmal so ein bisschen wieder meine neue Route aneignen. Beziehungsweise wir können hier eben noch... die Quest annehmen und dann nach oben gehen. What? I desired fresh air. Schön für dich? Hm. Was möchtest du jetzt? I have a favor to ask. Oh, mit weiteren Bataillonen an der Seite hast du sicher einen Vorteil im Kampf. Ja, können wir natürlich machen. Wäre ich eh hingegangen. Kann man das Glitzerfeld nie mit den blauen Dingern quasi gleichsetzen? Bestimmt. So, dann haben wir hier den Speisesaal. Ich habe mir sogar, so gut vorbereitet bin ich, online eine Karte rausgesucht vom Kloster, wo ich halt sehen kann, wo ich halt langlaufen kann. Weil ich finde halt, irgendwann hat man natürlich so ein bisschen seinen Rhythmus. Klar, wenn man öfters mal hier durchgelaufen ist, man weiß halt irgendwann ungefähr, wo halt was ist. Aber so die ersten Male ist man irgendwie noch ziemlich aufgeschmissen. Gerade wenn man das Spiel gar nicht kennt oder eben schon länger nicht gespielt hat. Und mir ging das so ein bisschen auf den Keks, dass ich so überhaupt keine Orientierung hatte. Ich weiß, unfassbar, weil ich nie Orientierung habe, aber es ging mir auf den Keks. Und weil ich immer so ein bisschen kreuz und quer gelaufen bin, deswegen habe ich mir tatsächlich eine Karte angeguckt und überlegt, was schlau wäre von der Route her. Und versuche die jetzt für mich so ein bisschen umzusetzen. Professor, I feel I must speak to you about Caspar's eating habits. I've never seen the like of it. He inhales entire plates of food in mere seconds. Könnte Jan sein. Hence my mentioning it to you. Good luck with him. Ich meine, es ist wie aus dem Gesicht geschnitten, oder? Sieht aus wie Jan. Ohne Bart. Ah, today's meal was delicious. Warum ich nie ohne Bart laufe. My heart keeps bothering me about eating too fast. Says I'm gonna choke or something. Ja, wenn zu viel zu tun ist, hat man halt keine Wahl, als schnell zu essen, ne? Absolutely. I knew you'd see things my way. Aber hast du gerade meine Ingame-Synchro gecrashed, Jan? Kannst du dich jetzt bitte kurz schämen? Okay. If you have a moment, I would like a word. It has been brought to my attention that certain individuals have been making advances toward Flayne. Sylvain? Have you witnessed any such behavior? Sylvain. If you see anything similar in the future, please inform the perpetrators of their peril. Setef is not amused. Wir werden erstmal mit allen reden und alle Sidequests machen und dann werde ich mal gucken, ob wir hier was essen oder ob wir im Chor singen oder so. Das mache ich dann zum Schluss. I'm sorry.
But I must vent to someone, Professor. You're familiar with Manuela's slovenly behavior, yes? That woman. She borrowed a book last week and returned it with stains of unknown origin on the cover and several pages either folded or torn. Just now, she dropped a sandwich on the floor, picked it up, and kept eating. When she saw my shock, she said simply, 3-second rule. Also letzteres ja. Das davor würde mir Sorgen machen, wenn ich ein Buch von Manuela wiederbekomme mit Flecken unbekannten Ursprungs. Aber okay. Vermutlich gehört sie jemandem, der Jared lange kennt. Sollte vielleicht auch ein bisschen besser aufpassen, was ich hier eigentlich aufhebe. Aber ich will mich halt auch so ein bisschen gründlicher umsehen, um halt auch diese ganzen blauen Sachen auf jeden Fall auch zu sehen. Weil ich sag mal, wenn da jetzt Köder mit bei sind, ne, oder irgendwelche verlorenen Items oder so. Oh Gott, die verlorenen Items. Die ich einfach nur durchgemasht habe, teilweise bei meinem Playthrough. Weil ich mir teilweise nicht denken konnte, wem die gehören. Und ich einfach so, ist es deins, ist es deins, ist es deins? Das hat wahrscheinlich jeder gemacht, oder? Und eine Mixtur, und ein bisschen Tee, noch ein bisschen Tee. Jetzt bin ich nur irgendwie vom Weg abgekommen. Wurde abgelenkt von den Items. Wieso vergesse ich eigentlich andauernd, welchen Knopf ich drücken muss, um die Karte rauszuzoomen? Werde ich es heute noch irgendwann lernen? Ich tippe ja eher auf Nein. So, wer hockt hier jetzt noch? Ah, da hat noch irgendwo... Ja, also, wenn ihr das hier einfach liegen lasst. Die besten Angelplätze. Nimmt man. Und dann wäre hier... Ah, Claude. Hey, Teach. There's some minor noble rebelling in Fargus, right? He has no chance of winning. I wonder what he hopes to achieve. Huh? Are you going along to help? Sounds like an easy victory, but good luck out there. Ich weiß nicht mehr, wie die Synchro war, aber ich weiß, dann kam immer so, a lost item, a lost item, a lost item. Es war sehr anstrengend, aber ich habe es auch einfach durchgemasht. Hat hier noch irgendwer was verloren? Spontan nicht, okay. Ich meine, ich glaube, es gab Supportpunkte eventuell dafür. Dementsprechend, es hat sich ja schon gelohnt. Und ich war, wie gesagt, zu faul, immer auf einer Liste nachzugucken. Es ist eine Schande. Ich habe über deine Klasse's Assignment, by the way. Good luck subduing those treasonous nobles. Boah, der hat sich richtig kurz gehalten für seine Verhältnisse. Ich bin beeindruckt. Hast du mir gerade ein Post-it auf meine Socke geklebt? Nein. Ich fühle mich sabotiert. Dafür gehe ich jetzt erstmal zu Captain Geralds größten Fan. I'm studying here so I can be the best there is, just like Captain Gerald. Do you think I've got it in me to be a top-tier mercenary professor? Wenn du dich reinhängst, bestimmt. I'm going to work a lot harder than all the fancy nobles around here. I can tell you that. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass Leonie tatsächlich von Captain Gerald erzählt? Schon ziemlich hoch, ne? Professor. So. Ich... Moment. Meine Güte. Das nächste Mal übrigens... Wenn ich irgendwen fragen sollte, wo ich die Scheißkarte rauszoome, sagt mir einfach, dass es der letzte Knopf ist, den ich normalerweise drücken würde. Und dann gehen wir jetzt hier, nein, noch nicht hier runter, wir biegen hier ab. Genau, wir laufen einfach einmal im Zickzack, das scheint ja eigentlich ganz gut zu klappen. Are you going to fight alongside the Knights of Seros? Let me know if you meet anyone I might be interested in, okay? Okay. ZR, tatsächlich. Fragt mich nicht, warum ich aus Reflex ZR immer als letztes gedrückt habe, die ganzen letzten Male, aber irgendwie... Ja. Aber so kann man zumindest alle anderen Knöpfe auch mal durchtesten und gucken, ob die alle funktionieren. I've heard whispers about Lord Lonato. They say he's a very kind and gentle lord. Why would such a kind man suddenly raise an army? Oh, Professor, you were working late last night, weren't you? You shouldn't overdo it. A ghost might rise up from the well to get you if you stay up too late.
Or so I'm told. Memo an mich: Mich von Brunnen fernhalten. I have a favor to ask of you. Sprich mit der Beraterin im Dom und leihe den Sorgen der Leute im Kloster dein Ohr. Um alle Probleme zu lösen, wirst du alle Leute besser kennenlernen müssen. Ja komm, ich bin Gildenmeister, dann kriege ich das ja wohl auch noch hin. Und du noch. We're going on a mission with the knights, right? I wonder if... Oh, sorry, it's nothing. I was just wondering if someone I've been searching for might be among them. Ich hoffe, du findest denjenigen. Thank you. I'm definitely gonna find him one of these days. Okay. Finde ich aber eigentlich ganz cool, dass die halt wirklich, oh Gott, Frauenheld Nummer 1, dass die wirklich immer über die aktive Mission auch reden und man überall so ein bisschen was hört, ne? So über die Aufstände und über den Typen selbst, den wir jetzt quasi bekämpfen sollen Ende des Monats. Das sorgt halt auch irgendwie für eine ganz andere Perspektive, finde ich persönlich, wenn du halt auch wirklich von allen so ein bisschen was dazu hörst, dann fühlt man sich auch so ein bisschen mehr mittendrin, sag ich mal, in der Mission. Professor, have you seen Felix around? I swear, as soon as you take your eyes off him, poof, he's gone. Ich glaube, der war auf dem Übungsplatz. Ah, of course he's there. Sorry for bothering you, Professor. Thanks. Oh, das war ja sogar ein nettes Gespräch. Wieso habe ich eigentlich mittlerweile 3 Post-its auf meiner Socke kleben? Kann mir das irgendwer erklären? Sir, I hear that Lord Lenato served the King of Fargus's older brother when he was younger. Or something like that. He already had status and prestige. So why raise a rebellion? I guess it's none of my business. Ich glaube, da steht nichts drauf. Die sind einfach random auf mich draufgeklebt worden. Den Sinn dahinter habe ich noch nicht so ganz verstanden. What? Oh! Greetings, Professor. Nothing to report. Have you talked with Catherine yet? If the knights are the cream of the crop, she's the cream of the cream. Oh, and that relic of hers. I hear it's nothing short of amazing. Es tut mir leid, das Pferd da hinten hat mich abgelenkt, was einfach die ganze Zeit drüber gelurkt hat. So, der Marktplatz. Ich glaube, Waffen brauchen wir tatsächlich eigentlich keine. Da habe ich vor dem Stream geguckt. Oh, ich habe Hilda gefunden. Professor, your clothes are a bit dirty. I'd have expected you to be more careful, seeing as how you're a professor and all. I hate when my clothes get dirty. That's one of the many reasons I find it best to train as little as possible. Du könntest doch einfach aufhören, eine weiße Bluse zu tragen. Das würde wahrscheinlich auch schon helfen. Da sieht man ja jeden Fleck. So, da ist die eine Verkäuferin für Siegel und Heilmittel und so. Da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt hin, aber das nehmen wir noch mit. Ah, und du bist der für die Sidequest. Genau. What do you require? Das war ja vorher auch tatsächlich noch nicht verfügbar. Ich glaube, wir können zum einen unsere Bataillone hier quasi wieder auffüllen. Man sieht ja da quasi, dass die teilweise schon ein bisschen verbraucht wurden. Achso, die waren schon angewählt. Ich habe es quasi demarkiert nochmal. Flupp. Und dann sind sie quasi wieder voll, das finde ich ganz praktisch. Wir können die natürlich auch entlassen, wenn wir sie nicht mehr haben wollen und auch neue anheuern. Gut, du hast ja, oder ihr drei habt ja welche, wenn ich jetzt einfach mal, weiß ich nicht, Sylvain zum Beispiel nehme, dann könnte ich mir hier was aussuchen. Ich habe übrigens kein Geld mehr, weil ich so viel Stuff vorm Stream gekauft habe, allen voran auch schon mal Siegel zum Aufsteigen in der Stufe. Wir hätten hier nochmal die Soldaten oder auch die Priesterinnen. Tumult ist einfach ein Angriff. Aha. Verbündete erhalten plus 5 Bewegung. Das habe ich tatsächlich drauf gehabt, glaube ich, damals. Ich habe immer vergessen, aber dass ich es habe und habe es dementsprechend irgendwie doch nie benutzt. Aber es ist an sich echt praktisch. Erhalt die KP vom Verbündeten im Zielgebiet. Das könnte tatsächlich sehr, sehr praktisch sein. Das könnten wir eventuell mal Mercy geben. Do you want to hire this bit? Leave it all to us. Warum nicht? Und ansonsten sind hier auch noch so ein paar andere mit in der Liste. Thank you. Geil, ich habe ein Stück Hähnchen bekommen. Battalions from various territories gather at the guild. There are even some that aren't affiliated with the Church of Seros. As we are allowed to hire them, you should visit the guild soon and come to your own conclusions. As they fight,
Battalions will lose endurance. When that happens, you can replenish their endurance by visiting the Battalion Guild in the market. Dimitri, du hättest ruhig eine Textbox länger erklären können, dann hätte ich in Ruhe trinken können. Okay, haben wir das auch. Ach, guck mal, und Anna. Hey, Professor. How's it going? Making lots of coin? Nein. I'd love to catch up, but I'm super busy right now. Working. For money. You understand. Könnte ich sie tatsächlich auch rekrutieren? Aber ich lasse sie einfach mal da stehen. So. Und dann ist da am Rand noch jemand. Professor. Da. Gefunden. Since we're heading to Castle Gaspar, that means we'll be passing through Magdred Way. The road is well known for its beautiful surroundings. Depending on the time of year, it can be incredibly foggy, though. When it's like that, you can't enjoy the lovely scenery. Lucky for us, it shouldn't be too foggy while we're there. Not that we'll have time for sightseeing, anyway. Also ich mag ja die Optik von dem Spiel echt gerne, aber was zur Hölle, das ist legitim einfach nur ein Bild, was da in die Kisten gelegt wurde von diesen Orangen. Was? Ach, guck mal die kleine Katze, die hier liegt. Die will bestimmt Liebe. Hevringar. Hier. Ach, guck mal, ich habe sogar was zurückbekommen. Süß. Ich frage mich gerade, ob man eigentlich irgendwo auch Köder kaufen kann. Wenn ich jetzt eh schon einmal kurz hier bin. Wobei, ich kann mich auch gleich zum Angelteich einfach porten. Sonst mache ich meine Route kaputt. Weil ich wollte jetzt mal gucken, ob wir hier jetzt rumkommen. Weil ich glaube, das Gebiet ist jetzt ja neu freigeschaltet worden. Hier haben wir ja letztens die Sidequest angenommen mit dem Tierefüttern. Und ich meine, das ist jetzt quasi das neue Gebiet. Das heißt, ich kann halt wirklich einfach komplett im Zickzack gehen. Also quasi einmal oben zum Übungsplatz und dann wirklich runter bis zum Gewächshaus. Dann ein Stückchen wieder rüber zum Angelteich. Dann wieder hoch, dann wieder runter und jetzt hier wieder hoch. Und dann habe ich quasi alles einmal abgeklappert und kann mich dann entweder in die Kirche bewegen oder in die Kirche porten und auch noch in die höher gelegenen Bereiche. Was? Dorte? Die redet aber hoffentlich nicht mit mir. Oh, hallo, Professor. Was there something you needed? Pferdchen gucken? Oh, you like horses? I like them too. They're such kind creatures. Die sind aber auch wirklich sehr, sehr schöne Tiere auf jeden Fall. Auch wenn ich schon ewig nicht mehr in der Nähe war, weil ich dagegen ziemlich allergisch bin. Was macht der da? Den Boden streicheln, okay. Dann will ich ihn nicht aufhalten. Hier kann ich abbiegen. Ah ja. Okay. Hier haben wir auch nochmal so einen kleinen Übungsbereich. Sogar mit so ein paar Büchern noch. Stimmt, ich erinnere mich. Den Bereich habe ich komplett ausgeblendet, bis ich ihn jetzt wieder gesehen habe. His Highness is strong. But on the front lines, anything can happen. Losing him would be devastating for Fargus. I hope the church understands that. Ich habe ja dich, um dich in die vorderste Front zu stellen. Alles gut. My boy! Doubtless, there are times when one must take up their blade, even if there's no chance of winning. But this, it's downright senseless. Lord Lenato knows better. If he had enough allies to back his rebellion, it would be a different matter. Verbündete? My apologies. I was just thinking aloud. This whole situation is a bit too strange for my liking. Even with the necessary preparations in place, there is always a chance that something unexpected will occur. Please be ready for anything, Professor. Alles klar. Quest? Will you do me a favor? Sammle Informationen über Abysses. Vielleicht wissen die fahrenden Hände etwas über diesen Ort. Das ist eine zusätzliche Quest, also eine DLC-Quest. Soll ich die schon machen? Ja, ne? Okay. Ich habe nämlich kurz, war ich verwirrt, weil ich mir dachte, das klingt wie was DLC-mäßiges, aber ansonsten.
Ja gut, zu den Händlern können wir uns gleich auch nochmal zurückporten, weil ich wollte hier eh nochmal zum Angelplatz. Gehen wir erstmal weiter. Ach ja, dich gab's ja auch noch. Was für eine Dummheit. Er hat in den Spiegel geguckt. It is a noble's duty to protect the common folk, not to endanger them by rallying armies in such a feckless and improper manner. Abuse of that kind is no better than slavery. A proper noble must guard the people from such a fate, wouldn't you say? Ich habe ihm irgendwie nicht zugehört, aber du hast bestimmt recht. Precisely why true nobility is well respected. Ihr könnt hier nicht vorbei. Okay, dann nicht. Da rechts ist auch gar nichts mehr aktuell. Dann reden wir noch mit dir. Oh, die Aussicht ist ganz cool. Auf jeden Fall. Catherine has invited me to train with her. How much do you think I should train before I'm ready to train with someone that strong? Okay. Heißt... Ah ja, hier unten haben wir jetzt sogar alles. Perfekt. Dann können wir in die Kirche. Ich meine, ich könnte mich da auch hinporten, natürlich. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde das ganz schön, da so hinzulaufen. Ich finde generell, dass das Spiel echt schön aussieht. Ich meine, ja, manche Texturen und manches buggt vielleicht mal so ein bisschen hin und her. Also man kann schon manchmal auch so ein bisschen die Pixel zählen. Aber so an sich finde ich es eigentlich... sehr schick gemacht. Und ich weiß nicht, ich halte mich... Moment, ich habe jemanden auf der Brücke einfach komplett ignoriert. Es tut mir leid, Ingrid, ich war abgelenkt von der Optik von der Kirche. Also ich finde es echt schön, das macht doch echt Spaß, durch das Kloster so durchzulaufen, weil es halt echt viele schöne Orte gibt. Why does His Highness take the side of the people of Dusker? I just don't understand it. Only 4 years ago, they murdered our king and slaughtered the soldiers and knights who were with him, all of whom were innocent. Even if he can forgive them, I can't. Not ever. What they've done is against all codes of honor and ethics. Also ich finde halt so manche Texturen, so von den Mauern, von den Bäumen und so, wenn du da mal hinguckst, oder jetzt vorhin die Orangen, ne, okay. Und wie gesagt, bei den Charakteren kannst du teilweise die Pixel zählen, wenn die Kamera so ein bisschen ranzoomt. Aber wie im Chat auch schon steht, es ist halt auch nur für die Switch und ich finde, es sieht halt echt gut aus. Ich mag vor allen Dingen auch die Einblendungen, da wo jetzt Dom stand zum Beispiel. Das ganze Interface finde ich unglaublich liebevoll gemacht. Also von daher gesehen sehe ich das jetzt auch nicht so eng. Es ist ja alles akzeptabel. Das Einzige, was ich etwas unakzeptabel teilweise finde, ist die Größe von meinen Brüsten in diesem Spiel. Das irritiert mich leider manchmal sehr hart in Szenen so von der Seite, wo ich mir denke, ich könnte damit irgendwie jemanden abstechen. Aber abseits davon... sind okay. Möchtest du einen Zettel aus dem Kummerkasten lesen? Von Wollen kann ja nicht die Rede sein, aber... Jeden Monat wenden sich die verschiedensten Leute mit ihren Sorgen an die Beraterin. Wenn du Antworten auswählst, die sie zufriedenstellen, steigt euer Unterstützungswert. Aber ich habe auch nur 30 Sekunden Zeit. Als ich vorhin im Gewächshaus war, hat eine Studentin panisch die Flucht vor mir ergriffen. Warum? Ich habe doch nur Blumen versorgt. Gute Frage. Plaudere mal nächstes Mal mit ihr? Oh! Ich wollte nicht wie so ein Stalker klingen und ihr hinterher rennen. Ich versuch's nochmal. Alle behandeln mich wie ein Kind. Was soll ich nur tun? Das ist bestimmt von Lorenz. Dann benimm dich endlich wie eine Erwachsene. Ich glaube, das will sie nicht hören. Lass dich nicht drängen, älter wirken zu müssen. Dagegen ankämpfen nützt nichts. Also ich finde das am vernünftigsten, aber ob sie das hören möchte, weiß ich nicht. Oh, okay. Ich finde das manchmal tatsächlich schwer einzuschätzen, weil ich habe natürlich so meine Meinung, was ich halt vernünftig finde als Antwort, aber ob die das halt immer auch so sehen, ist halt die andere Sache. Please, Professor, there must be some mistake. Lenato would never raise arms against the church. At least, he never said anything to me about it. Also die nächste Mission ist natürlich für Blue Lion-Spieler nochmal ein bisschen was anderes, weil wir halt eben Ash in unserem Team haben und Ash ja schon Lenato, dem Typen, den wir bekämpfen müssen, ziemlich nahe steht. Es ist dann irgendwie nochmal viel schlimmer irgendwie.